Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei der Gartenfreund TV. Ich bin heute beim Reinigen des Dachinfallrohres auf ein Problem gestoßen. Und zwar ließ sich die Schnalle der Rohrhalterung nicht mehr schließen. Wie wir dieses Problem heben, werdet ihr nach dem Intro sehen. Bevor wir das Problem beheben wollen, müssen wir natürlich erstmal zu der Stelle kommen, wo das Problem überhaupt auftritt. Bis jetzt ist noch alles in Ordnung. Ich schiebe das Rohr einfach wieder in das untere Rohr hinein. Und da kommt schon das Problem. Ich möchte die Flügelmutter einfach wieder auf der gegenüberliegenden Seite der Rohrschelle befestigen. Geht aber nicht. So, dann mache ich das Ganze mal wieder auf, denn ich möchte dann noch eine Hühnergottkette ranhängen, die ich heute am Strand gesammelt habe. Hier wird einfach nochmal dran gebammelt. Und habe ich noch einen alten Hühnergott, der kommt aber hinter das Rohr an der Befestigung an der Wand. Als nächstes benötigen wir eine Wasserpumpenzange, womit wir die beiden gegenüberliegenden Schellen aneinander drücken. Und dann können wir die Schraube auch schon von Hand fixieren. Das geht dann ja auch recht einfach, weil ja die ganze Spannung vom System runter ist. Wenn wir die dann mit der Hand fixiert haben, nehmen wir uns eine zweite Wasserpumpenzange oder irgendein anderes Werkzeug, womit wir die Flügelmutter vernünftig fixieren können. Noch ein kurzer Tipp. Achtet bitte natürlich darauf, dass ihr die Flügelmutter nicht zu fest dreht, dadurch kann das Gewinde nämlich zerstört werden. So langsam beginnt dann auch schon die Abspannmusik. Das heißt, das ist leider schon wieder mit diesem Der Gartenfreund TV Video war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch mal bei Mr. Frutalius ein. Der Link ist natürlich wie immer im Abspann. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bye, ciao und tschüss.